Aufgrund der Ergebnisse einer vorausgegangenen Machbarkeitsstudie für das automatische Wickeln und Ausformen von Starkdrähten wurde bei Siemens CT eine vollautomatische Montagelinie für die Wandlerproduktion von Fehlerstromschutzschaltern entwickelt und gebaut. Neben der Verwendung von Standardmodulen wurden neue Ideen zum Ausformen und Wickeln der Wandler kreiert, zum Patent angemeldet und umgesetzt. Diese Innovation ist einerseits optimal an die Kundenanforderungen und Produkt angepasst, andererseits beinhaltet sie viele Wettbewerbsvorteile. Die vollautomatische Anlage läuft seit mehreren Jahren rund um die Uhr mit einer sehr hohen Verfügbarkeit und einer stets hervorragenden Qualität. Größte Herausforderung waren dabei der schwierige dreidimensionale reproduzierbare Biegevorgang mit starken Biege- und Reaktionskräften sowie das Bewickeln der Spulen mit Starkdraht. Die Bilder zeigen das Starkdrahtwickeln der Spulen, das Einschießen und Straffziehen des Drahtes, dann das Abschneiden und Abisolieren der Drahtenden mittels rotierender Fräswerkzeuge. Im Folgenden sieht man das Greifen und Ausformen der Starkdrähte auf beiden Spulenseiten in zwei Stationen. Daraufhin das Ablegen in Werkstückträger und den anschließenden Transport. Für die vollautomatische Montage der neuen Auslösebaugruppe des Fehlerstromschutzschalters, dem sogenannten Haltemagnet, wurden von Siemens CT sowohl die entwicklungsintensiven Prüfmodule als auch ein Laserschweißmodul realisiert. Durch die hohen Anforderungen an die Oberflächenparallelität und an die Rautiefe bestimmter Metalloberflächen müssen die relevanten Prüf- und Montagezellen im Reinraum unter Laminarflow durchgeführt werden. Für das personensicherheitsrelevante Produkt ist das Prüfequipment von entscheidender Bedeutung. Da es kein geeignetes Prüfverfahren für die hundertprozentige Oberflächeninspektion der Metalloberflächen auf dem Markt gibt, wurde gemeinsam mit dem Kunden eine spezielle Prüfmethode entwickelt und patentiert. In der Fertigungszelle wird das Greifen, Umsetzen und Ablegen der zu prüfenden Teile von einem zentralen Industrieroboter übernommen. Dabei ist die größte Herausforderung beim kurzzyklischen Montagemodul auf Basis eines Rundschalttisches das lagegenaue Einsetzen sowie das spaltfreie Anschweißen des Führungsbauteils an den Lagerbock. Die einzelnen Arbeitsfolgen sind das Entnehmen und Einsetzen des geprüften Magnetsystems aus dem Werkstückträgertransportsystem, das Zuführen des Führungsbleches mittels Schwingförderer, das Einsetzen in die Drehtelleraufnahme, das Anschweißen mit einem Jacklaser sowie das Ablegen in das Ausgabemagazin mit einem SCARA-Roboter. Dabei werden mithilfe von Sensoren wie beispielsweise einer Kamera die Spaltfreiheit und die Qualität der Schweißgüte geprüft. Auch beim Computertomograph geht der Trend immer mehr zu Bildern mit höherer Auflösung. Dafür sind empfindlichere Sensorplatinen in einer höheren Anordnungsdichte im Gerät erforderlich. Von diesen Baugruppen werden die Röntgenstrahlen detektiert und in elektrische Signale umgewandelt. Diese Daten bilden die Grundlage für die mittels Software zusammengesetzten Bilder aus dem Körperinneren. Die von Siemens CT realisierte automatische Sensorboard-Testanlage überprüft und qualifiziert die Schlüsseleigenschaften dieser Sensorboards. Die Messergebnisse werden als Kennlinie in einer zentralen Datenbank abgespeichert und für nachgelagerte Prozess- bzw. Montageschritte archiviert. In einem vollautomatischen Ablauf wird das Ultrafast Ceramic Array auf dem Sensorboard exakt in allen 6 Raumkoordinaten vermessen, auf eine Bezugsposition korrigiert und so in der Prüfkammer positioniert. Dort wird eine Bestrahlung der Sensorboards mit Röntgenstrahlung durchgeführt. Durch die in einem vorgegebenen Rezept eingestellten unterschiedlichen Röntgenparameter können für jedes Pixel des UFC-Arrays Messdaten erzeugt und für eine nachfolgende Auswertung ausgelesen und abgespeichert werden. Aus diesen Messdaten werden die Kennlinien für jedes Pixel erzeugt.
Die Sensorboards werden automatisch von einem sechsachsigen Gelenkroboter aus einem Werkstückträger entnommen und nach durchgeführter Prüfung in Paletten abgelegt. Die Anlage wird vor dem Start manuell bestückt und kann dann vollautomatisch einen kompletten Auftrag abarbeiten. Ziel bei der Anlagenentwicklung und Realisierung ist bei CT ein methodisches und ganzheitliches Vorgehen. Bei dem Autosetar-Projekt wurden schon in der Angebotsphase, bei der Planung und Entwicklung der Anlage von CT, standardisierte digitale Manufacturing-Tools eingesetzt, die eine durchgängige Umgebung für die Erstellung, Simulation und das Management von Fertigungsprozessen gewährleisten. Beginnend mit einer Modellierung von Basisstrukturen werden über eine stufenweise Konzept-, Grob- und Feinplanung eine dreidimensionale Visualisierung von Produktgeometrien und Ressourcen erarbeitet. Mit dem so erzeugten virtuellen Prototypen kann schon vor dem Bau der Anlage eine weitgehende Integration der Abläufe und Systeme sowie eine Validierung der Planung durchgeführt werden. Diese Standardisierung der Abläufe führt zu einer Verkürzung der Planungszeiten, wie auch der Inbetriebnahme und Anlaufzeiten. In diesem Zusammenhang werden mit Hilfe der virtuellen Tools die Basisdaten für die Bedienoberfläche der Anlage sowie für die Bedienungsanleitung erzeugt.